Heute geht es endlich weiter mit dem Bierbox-Scooter. Und hier steht das gute Stück. Wir waren also fleißig. Vorab mal unsere Paketsammlung hier. Ich habe dem Ganzen also einen neuen Vergaser gegönnt. Für sage und schreibe 17 Euro. Einen Benzinschlauch, einen schicken Benzinfilter aus Aluminium, ein Kettenschloss, einen verlängerten Gaszug, weil der alte nicht mehr reicht, ein gebrauchtes Skateboard und ganz wichtig, für jedes Oldschool-Modell braucht man Weißwandreifen. Und jetzt kommt das Oberhighlight. Was könnte das sein? Das ist ja jetzt die Schlosserei. Ja, quasi. Alles machen. Ich kann Löcher bohren, ich kann da festzwingen, ich kann da schleifen, ich kann herschleißen, ich kann da drehen. Das ist die Gedenkstätte an meinem Pad. Da du an warst, gehört, gell? Ich habe das Video gesehen, halt ich schon. Mit 4-8 Brummeln so vor dem Schloss gestanden. Ich war denn für Hochzeit am Freitag, hast du da vorgestellt? Ah ja, war das ja genau richtig. Ja, hätte ich gerade festgemacht. Aber noch ein bisschen Arbeit, hä? Bisschen mal rennt. Sitz noch. Sitz? Also Sitz. Sitz mit der Oberkörper. Da sitzt hier Skateboard oder was? Ja. Mit Federung. Ja. Skateboard. Schneidest du dann ab oder was? Heilo so. Ja. Zack. Da drauf. Und dann Hai. Was hält dich nachher? So. Beidseitig. Vorne. Ja. Und dann schneidest du halt her ab. Dann schneidest du her ab. Grund. Ja. Ja, so bist du gesprungen. Bisschen spitzer wie hinten. Dass man sieht, wo vorne ist. Wenn du deine Falschung drauf habt. Die goldenen Feder sind der Knaller, oder? Wo hast du die her? Das ist ein Motorradsitzfeder. Ach, das ist ein richtig. Ah, okay, dann hält die das ja. Die hält das, ja. Und dann steht aber nachher Riech, ne? So. Und was fährt die Karre dann nachher? 25 mehr. Das ist ein 50er. Müsst ihr noch ein Nummernschild dran schrauben? Jo, ACAB oder was? Jo. Ja. Ja, ist ja der Knaller, oder? Mhm. Haben wir geschraubt. Hätte ich nicht sogar 90 Grad gedreht. Das ging da hin. Jetzt geht das nach oben. Zeit hast du. Und ich habe eine neue Vergaser drin. Und das war dann auch dieses Highlight, gell? Da habe ich herum gemengt, da habe ich zum Schloss halt drin. Da habe ich die Masse gesucht. Da hat schon vorher dran geschraubt. Da dachte ich, jetzt ist alles fest, jetzt gucken wir mal, ob das Ding da geht. Alle Tank drauf gehangen. Sprintrennen, fünfmal gezogen, Schok rein, Schok raus, bababababab, vor das Ding an. Alter! Oleg! Jetzt war es hier schon abgerissen. Das ist die Bremse nachher. Also. Die muss ich nur nachher auf die andere Seite legen, weil die Bremse war hier oben. Wie bremst du den denn? Ein Lammet. Ach so, mit einer Rische. Ey, eine Hochleistung, Hochgeschwindigkeitsbremse. Bleibt der so blau-rot? Ja. Wow. Ganz, ganz wichtig. Wenn steht Next Generation, steht er schon drauf. Ja. Ja. Ich mach mir Kopf, dass ich mir ganz Baustellen geregelt kriege. Der schraubt sich tagtäglich an den Dingen hier rum. Das ist mein Seelentherapie, der Technik. Der Mädchen hat Berufsschule. Ne, er hat Maschinenkurs. Noch besser. Ist schon quasi ganz hoch. Ja. Ganz. Genau. Also am Freitag rennt die Kiste. Ja, und hier haben wir dran gebaut. Mit Schleifspur hier unten. Das gibt nachher Funken. Weißt du? Ja. Auf jeden Fall. Bärsch runter auf jeden Fall. Die sind schon gerollt. Ne. Kennt man noch keinen dran. Kennt man noch keinen dran, ne. Also nur provisorisch. Nur gelaufen. Ja, aber mit Not aus, wenn du runterfließt. Geil. Ja, alles klar. Gas geht. Alles doch. Jetzt brauchst du noch Blinker oder was? Wurstblinker. Vorne kommt ein Lamp drauf. Dann habe ich ja die Originalschildchen von dem Pocketbike. Da steht dann drauf, keine Straße zu lassen und so. Die niete ich auch noch da dran. Und ich habe goldene Nieten bestellt. Dann mache ich halt wahrscheinlich Nieten. Einmal rot. Und im Mai fahren schon mit auf das Hotrod-Meeting. Wo ist das? Im Ruhrpott. Da hat er einen Vespa-Roller tiefer gelegt. So viel Bodenfreiheit.
mit dem Mädchen Rennen fahren. Der Kollege von mir hat auch eine Vespa komplett umgebaut. Die sieht auch geil aus. Ja, ich habe also Vespa schon geguckt, gell? Aber du zahlst für so ein Ding locker zwei Scheine. Wie so ein Honda Monkey, ja, auch so teuer, ne? Und er hat es sogar schon geschafft. Man beachte. Aha. Spritausgang. Ja, das hat es erzählt mit dem Tank. Wie füllst du den? Von der Uhr kannst du aufdrehen. Ah, okay. Wie viel geht da drin? Liter oder Liter. Liter. Dann fährst du damit? Weißt du nicht. Eine Stunde? Ich meine, dass ich mit dem Ding immer so die Arbeit fahre, ist mir klar. Immer geil. Ja. Hast du nicht weit. Baustelle. Hänger dran. Fensterbock. Geiler Scheiß. Genau. Geiler Scheiß. Weil dann guck, dass du bis übernächste Woche fertig hast, dann baue ich meinem Bruder sein Fenster in. Dann kannst du schon mal gucken, aber ich glaube, das geht in die Buchs. Ich glaube, da macht der hinten keinen Pieps, da fährst du vorne keinen Meter. Ja, der möchte ein Burnout. Mhm. Ja. Ah, und ganz wichtig, Hochleistungs-Weißwandreifen da. Ja, die habe ich gerade schon. Der Schlosser meines Vertrauens war so fleißig und hat eine Aufnahme für das Ritzel gedreht. Dann haben wir hier den Auspuff soweit schon befestigt, eine extra Bohrung in die Kiste gesetzt, wo das Ganze zum Motor geführt wird. Und hier, das ist die Aufnahme für unseren Sattel. Das Ganze hier aus massivem Stahl gebaut. Hier noch mit einem Lochblech quasi diesen Zwischenraum gefüllt und gleichzeitig eine Verbindung zum Schutzblech geschaffen und die Kraft wird quasi direkt wieder abgeleitet hier über die Strebe auf die Mittelachse. Die Skateboard-Idee stand übrigens von hier dieser netten jungen Dame. Jetzt kommen wir noch zu dem Motor hier in der Kiste. Das Ganze hat also wunderbar gepasst. Er ist noch nicht ganz fest. Ich habe das Ganze so gelöst. Die Grundplatte ist also mit dem Rahmen verschweißt. Und ich habe dem Ganzen Langlöcher verpasst, damit wir hier mit dem Motor die Kette spannen können. Das war Trailer Nummer 2 zum Bierbox-Scooter. Und auch der letzte. Das nächste Video wird quasi das Gesamtprojekt werden. Ohne weitere Erklärungen. Seid gespannt!